Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoverrückt. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man sicher und einfach Softlackoberflächen reinigen kann. Hier an meiner S-Klasse habe ich an einigen Stellen solche Softlack-Überzüge. Das ist ja quasi so eine Art weicher Klarlack, den man damals genutzt hat, damit sich die Kunststoffoberfläche haptisch einfach besser anfühlt. Und im Alter, durch Handcreme und einfach Handfett, löst sich das Ganze ab. Man sieht das hier am Handschuhfachgriff, wenn ich hier so ein bisschen hin und her drücke, dann sieht man, dass sich das Ganze bewegt. Also es ist nicht fest quasi mit dem Material verbunden. Es ist so ein Überzug und den können wir relativ einfach entfernen. Ja, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht und es gibt verschiedene Methoden. Manche machen es mit Alkohol, davon ist abzuraten. Und die Amis auf einigen amerikanischen YouTube-Kanälen empfehlen von Turtle Wax diesen Bug-and-Tar-Remover. Ja, der kostet um die 10 Euro und gibt es bei Amazon. Habe ich euch unten mal verlinkt und das soll wirklich das Wundermittel schlechthin sein. Ja, ich kann sagen, ich habe hier schon die Lenkradtasten gemacht, bevor ich jetzt dieses hier aufgenommen habe. Das blende ich euch gleich natürlich ein und ich kann sagen, man macht damit wirklich nichts kaputt und erzielt super Ergebnisse. Verarbeitet wird das Ganze mit diesen Wattestäbchen, ne, die einfach von der Freundin oder Frau klauen und damit lässt sich das Ganze perfekt verarbeiten. Ja, ich beginne jetzt hier mal am Lenkrad. Da seht ihr den Ausgangszustand, also hier die Tasten sind ekelhaft klebrig. Man wollte den Wagen vorher quasi gar nicht ohne Gummihandschuhe fahren. Das war einfach total eklig, diese Tasten total, ja, ranzig. Ihr seht das hier. Also, naja, die Tasten fasst man ja mit am meisten an und da hat dann dieser Softlack-Überzug wirklich schon sehr stark gelitten. Typisches Mercedes-Problem, bei den Nachfolgemodellen hat man das auch noch gerne. Naja, ich habe jetzt hier die Tasten ausgebaut, das braucht ihr nicht machen. Das habe ich nur gemacht, weil ich das Lenkrad ja eh getauscht habe und der Airbag somit sowieso raus musste. Aber im eingebauten Zustand funktioniert das genauso. Zeige ich euch auch gleich an den anderen Schaltern. Ja, ich nehme jetzt hier diesen Turtle Wax Bug und Tar Remover. Der hat so eine schöne, schleimige, dickflüssige Konsistenz. Er läuft nicht zu schnell ab. Sprühe davon etwas auf die Tasten. Dann nehme ich mir hier mein Wattepad oder Wattestäbchen und gehe hier einfach über die Oberfläche. Der Vorteil mit diesem Wattestäbchen ist, dass man das Material nicht beschädigt. Wenn wir jetzt hier an diesen Tasten direkt mit viel Kraft und einem Mikrofasertuch rangehen würden, könnte die Gefahr bestehen, dass wir hier diese Beschichtung ablösen und dass diese weißen Flächen rauskämen, ne? Weil man hat ja diese beleuchteten Tasten, also ist darunter quasi weißer Kunststoff und dieses Braune an sich ist nur ein Überzug. Deswegen nehme ich hier diese Wattestäbchen, denn damit läuft man halt nicht Gefahr, dass man das Bauteil an sich beschädigt. Und ihr seht das direkt, wie sich dieser, ja, weiße Watteknäuel da oben drauf direkt mit diesem Softlack vollschmiert. Ich kann direkt sagen, ihr braucht einige von diesen Wattestäbchen und eine ganze Menge Geduld. Also super schnell klappt das nicht, aber wenn man sich mal, ja, 20 Minuten Zeit nimmt, dann kriegt man da wirklich, wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse hin. Und das werde ich euch gleich auch nochmal vorführen. Wenn ihr Angst vor der Elektronik habt, wenn ihr da keinen Reiniger handhaben wollt, dann könnt ihr das Ganze auch hier direkt aufs Wattestäbchen sprühen. Das ist auch kein Problem, das ist dann nochmal die sicherere Nummer. Ja, ich zeige euch jetzt hier einmal, wie ich das mache. Bisschen vorgespult, wie gesagt, das dauert schon alles ein bisschen. Dann nehme ich mir hier das Tuch und wische hier schon mal rüber und ich glaube, man kann hier direkt schon mal ein erstes Ergebnis erkennen. Also das funktioniert, wie gesagt, sehr gut. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie der Turtle Wax Werbepartner schlechthin oder so. Also ja, ich bin hier aber wirklich überzeugt. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also ich habe jetzt hier natürlich erstmal nur die untere Teilfläche gemacht und der Rest, der wird jetzt nochmal weitergemacht. Aber ihr seht direkt, wie man damit wirklich diesen weichen Softlack perfekt schonend anlösen kann. Ja, so sieht das Ganze dann aus, nachdem ich hier wirklich beide Tasten ausgiebig vom Softlack entfernt habe. Also schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, aber perfektes Ergebnis. Die Tasten sehen aus wie neu. Da habe ich jetzt einiges Geld gespart, denn für unter 150 Euro kommst du an diese Tasten für die 220er S-Klasse nicht mehr ran. Aber wie gesagt, ihr könnt sehen, man braucht wirklich einiges an Wattestäbchen. Also das, ja, da sollte man nicht sparen. So sieht das Ganze dann im eingebauten Zustand aus. Gerade in Kombination mit meinem neuen Lederlenkrad. Perfekt. Also das wertet den Wagen wirklich massiv auf. Das ist so eine der Veränderungen, die ich gemacht habe, die sich wirklich am meisten gelohnt hat. Hier dann nochmal das Bild vorher, ne? Also diesen ganzen Schmodder haben wir hier super entfernen können. Ja, jetzt zeige ich euch das Ganze hier nochmal an der Bedieneinheit vom Lichtschalter. Da gehe ich eigentlich genauso vor. Ich sprühe mir etwas von dem Bug-and-Tar-Remover von Turtle Wax auf die Fläche. Ich verteile das hier so ein bisschen mit meinen Fingern, damit es so ein bisschen einweichen kann. Ich habe jetzt hier die Erfahrung gemacht, dass das nicht schlecht ist, wenn das Material schon mal, ja, sich so ein Minütchen vollsaugen kann. Wichtig natürlich Handschuhe. Ich weiß nicht, was das hier für Inhaltsstoffe sind. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall kein Alkohol vorhanden. Das ist wichtig, denn sonst wird man halt die Kunststofffläche beschädigen. Und ja, ansonsten hier wieder absolut dieselbe Vorgehensweise, ne? Mit dem Wattestäbchen hier
nach und nach Fläche für Fläche das Bauteil abarbeiten und dann sieht man hier, wie sich der ganze Schmodder langsam aber sicher auflöst und wie wir ihn quasi vom Bauteil runterschieben können. Zwischendurch immer wieder mit einem Lappen nachwischen, dass man die Reste auch wirklich abnimmt und nicht nur hin und her verteilt. Das ist auch ganz wichtig. Auf den Lappen gebe ich mir dann immer ein bisschen ganz normales Wasser, also ich feuchte ihn an. Das ermöglicht dann, dass ich die Reste, die Dreckreste von dem Softlack noch besser abnehmen kann. Ja, und so gehe ich dann jetzt hier bei dem ganzen Bauteil vor. Hier habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, der Lichtschalter ist relativ robust, der ist quasi aus einem Guss. Das heißt, hier können wir jetzt die Farbe nicht beschädigen, deswegen können wir hier jetzt auch komplett mit dem Mikrofasertuch drauf gehen. Ich bin erst vorsichtig gewesen, aber das geht hier ohne Probleme. Dann kann man den Vorgang einfach nochmal deutlich beschleunigen. Ja, ich denke, Bilder sagen immer mehr als 1000 Worte. Also auch dieses Bauteil sieht einfach wieder aus wie nagelneu, wie gerade in Sindelfingen vom Band gelaufen. Also genauso soll es sein. Der Softlack ist hier wirklich rückstandslos entfernt worden. Es sind keine Kratzer oder so zurückgeblieben. Die Beschichtung hat sich nicht gelöst. Es sieht einfach perfekt aus. Ja, jetzt zu guter Letzt geht es dann nochmal hier an den Handschuhfachgriff. Auch der ist natürlich nicht gerade eine Augenweide. Ich bin ganz ehrlich, sicherheitshalber hatte ich bei AliExpress den Handschuhfachgriff sogar schon neu bestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass man den hier wieder retten kann. Aber was soll ich sagen? Ich habe es hinbekommen. Und das seht ihr jetzt hier nochmal in dem kleinen Filmchen. Vorgehensweise ist natürlich wieder absolut identisch wie vorher auch. Ne? Ich nehme hier wieder dieses Wattepad. Hier auf jeden Fall nicht das Tuch nehmen. Hier ist das Wattepad schon besser, denn auch dieser Taster ist beleuchtet. Also ist hier quasi diese, naja, Java-beige Farbe nur eine Beschichtung und an sich wäre der Schalter weiß. Deswegen also auch hier lieber mit dem Wattepad arbeiten. Nicht zu viel Druck, lieber vorsichtig mit Ruhe. Dann wird das Ergebnis auch dementsprechend überzeugen. Ja, auch der Schalter ist wieder komplett einwandfrei sauber geworden. Auch die Schlosseinheit darüber ist wieder wie neu. Also, ey, ich bin wirklich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich ein Ergebnis, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze so gut runtergeht. Denn es gibt ja teilweise Videos, wo die Jungs es versuchen, irgendwie mit Aceton oder so zu entfernen. Und da werden ja oft die Bauteile beschädigt. Also, als Fazit kann ich sagen, dieser Turtle Wax Bug and Tar Remover, obwohl er sicherlich nicht dafür entwickelt wurde, scheint wirklich so die Geheimwaffe gegen Softlack zu sein. Also, absolut empfehlenswert. Die 10 Euro sind super investiert. So kann man seinen Softlack-Innenraum wirklich perfekt aufwerten. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal bei Autoverrückt. Ciao!